Ja, ich stehe hier vorm Sinn-Hauptquartier und freue mich, dass wir uns die Neuigkeiten anschauen können, die anlässlich der Baselwelt 2020 präsentiert werden sollten. Ich bin sehr gespannt, was wir sehen und freue mich ungemein darauf. Aber jetzt direkt zu der Uhrenpräsentation und den Neuigkeiten. Die gesamten Neuheiten dieses Jahres lassen sich zusammenfassen unter der Überschrift Umsetzung von Kundenwünschen. Sei es die Verkleinerung existierender Modelle oder aber das Überführen von Sonderwünschen wie einen roten Sekundenzeiger in ein Standardmodell. Hier bei der 1739 STIS Stahlmodell mit Indizes und schwarzem Ziffernblatt mit 39 mm Durchmesser haben wir einen solchen Fall. Die 42 mm, die die 17er Reihe bisher hatte, war vielen Kunden zu groß, sodass mit den 39 mm Modellen die Kundenwünsche umgesetzt wurden. Man kann hier erahnen, dass die Indizes vom äußeren Ring den inneren Ring nicht berühren, sondern über dem inneren Ring zu schweben scheinen. Bei diesem Modell ebenfalls sehr bemerkenswert sind die Trompetenzeiger, die von der Zeigerachse ausgehend zum Ende hin sich verbreitern, und zwar in Form einer Trompete mit einem Bogen auf dem Zeiger selber. Das Ganze sieht auch am Arm wirklich gut aus. Und diese Trompetenform setzt sich auch auf den Indizes selber fort. So, bei meinem 17 cm Handgelenksumfang sind die 39 mm dieser Uhr wirklich sehr, sehr schön und angenehm zu tragen. Insofern freue ich mich wirklich. Hier sieht man noch einmal schön die Trompetenzeiger, die zum Ende hin breiter werden und die sich auf den Indizes fortsetzende Form mit dieser Trompetenform. Die 1739 STI 4N, das ist die etwas noblere Form, ebenfalls mit 39 mm im Durchmesser und polierten Gehäuse und einem offenen Boden, durch den man das Werk sehen kann. Auch hier ist der Kundenwunsch umgesetzt worden, die größere Variante in eine kleinere, dressigere Variante zu überführen. Auch hier kann man sehen, dass die Indizes auf den äußeren Ring aufgesetzt sind und den inneren nicht berühren, sondern über dem inneren schweben. Ebenfalls ist bei den Indizes und bei den Zeigern die Trompetenform realisiert mit den schmalen Zeigern, die sich dann in einer Kurvenform zum Ende hin verbreitern. Ich habe das so noch bei keiner anderen Uhr gesehen. Ich weiß nicht sicher, ob es ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber es ist zumindest etwas Besonderes. Am Arm ist diese Uhr wirklich sehr fein und sehr edel, toll gemacht. Die 1739 Heimat ist noch gar nicht so alt und als sie eingeführt wurde, war ich der Meinung, dass sie mit 42 mm viel zu groß ist. Ich fand, es passte überhaupt nicht von den Proportionen her. Und das 39 mm Modell, was jetzt vorliegt, passt da in meinen Augen sehr viel besser. Hier im Bild seht ihr übrigens, warum ich bei den meisten meiner Videos Handschuhe trage. Wegen meiner Haut an den Fingern. Naja, so ist es eben. Auch hier ein offener Boden, polierte Flanken, wirklich schön gemacht. Und ich habe auch selbstverständlich die Uhr an den Arm gelegt, um zu zeigen, wie sie am Arm wirkt. Mir persönlich ist dieses Modell etwas zu edel. Mir persönlich gefällt das Rautenmuster nicht so gut, wobei ich sagen muss, es ist wirklich aufwendig gemacht und man kann es auch hier bei der Drehung sehen, dass die Rauten sich verändern von ganz hell zu dunkel. Wirklich ein sehr, sehr interessantes Ziffernblatt. Und nochmal im Vergleich die 42 mm Variante, die doch deutlich, deutlich größer ist und mir am Arm für einen Dresser viel zu groß ist. Insofern passt auch das hundertprozentig in den Ansatz, den ich erwähnte, Umsetzung von Kundenwünschen, Verkleinerung von existierenden Modellen in neuen Gehäusen. Ja, was haben wir noch? Ach ja, genau, wir haben jetzt hier
die 556 Modelle, links die I mit den Indizes und rechts die A mit den arabischen Ziffern. Hier hat Sinn, das bisher bestehende, die bestehende Möglichkeit der Customization, Austausch des Zeigers gegen einen roten Zeiger, in das Standardprogramm überführt. Das Chronissimo, finde ich, passt hier überhaupt nicht. Und bei dem Stahlmodell genau das gleiche. Der rote Zeiger ist jetzt Standard. Am beeindruckendsten waren in meinen Augen die U50 Modelle. Und U50 nicht für unter 50 Jahre oder unter 50 Pfund Übergewicht, sondern U-Boot-Stahl und 50 Bar gleich 500 Meter Wasserdichte. Ja, wirklich, die haben mich richtig überrascht und bin da ganz, ganz positiv gestimmt gewesen. Denn die Modelle liegen am Arm super angenehm, wie die zivile Variante eines richtigen Tauchertools. Man sollte sich hier aber nicht vertun, denn auch diese Uhren sind mit 500 Meter Wasserdichtigkeit richtige, voll funktionale Taucheruhren. Nur viel, viel leichter und angenehmer am Arm zu tragen. Die Preise dieser Uhren bewegen sich etwas oberhalb der existierenden U1-Modelle. Die U50 mit ganz normalem Stahllünette liegt bei 2100 noch was, die SDR am Stahlband bei 2240 Euro und die vollschwarze bei 2680 Euro am Stahlband. Was ich wirklich klasse fand, ist, dass Sinn alle drei Varianten auf einmal rausgebracht hat. Also nicht zuerst die normale, später die SDR und ganz viel später die schwarze, sondern alle drei Varianten sind in einem Rutsch eingeführt worden und das fand ich wirklich klasse. Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, als ich es gelesen habe. Die 41 mm im Durchmesser sind erkennbar, es ist viel, viel kleiner. Der tegmentierte Drehring selbstverständlich auch, sowie das Saphirglas. Aber die Uhr hat mit Qt 11 mm, 11,1, 11,2 mm die gleiche Höhe wie eine 556. Also wirklich eine flache Uhr und damit sehr, sehr angenehm am Arm und ganz anders zu tragen als die U1. Wenn ich mich nicht an die U1 und das Gewicht und die Größe der U1 gewöhnt hätte und das auch wirklich sehr mag, ich glaube, ich hätte mich in die U50 wirklich verlieben können. Aber wenn ich die U50 am Arm habe, fehlt mir bei der Optik tatsächlich das Gewicht der U1. Im direkten Vergleich kann man dann auch sehen, wie der Unterschied sich tatsächlich optisch bemerkbar macht. Die U1 ist deutlich größer, auch breiter, die Lünette ist etwas höher und dicker. Insgesamt wirkt die Uhr ein bisschen, mopsig ist nicht der richtige Ausdruck, aber hier kann man ganz gut sehen, wie flach und schlank die U50 von der Seite wirkt im Vergleich zu U1. Der Boden ist weniger stark gewölbt, die Lünette ist weniger hoch, die Flanke ist schlanker. Die ganze Uhr wirkt einfach, ziviler, nicht so brachial, einfach eine ganz andere Uhr mit dem gleichen Design wie die U1, aber am Arm käme man nie auf die Idee, dass diese Uhren wirklich etwas gemein haben. Mit Zoom-Augen würde man es mit Sicherheit nicht erkennen. Jetzt schwenke ich nochmal die Kamera und versuche, einen anderen Eindruck einzufangen. Man kann ganz klar sehen, um wie viel die U1 tatsächlich dicker, größer und tiefer ist als die U50. Ja, am Arm, auch das zeige ich euch selbstverständlich, ist die U50 an meinem 17 cm Handgelenk unglaublich angenehm. Am Arm vom Erscheinungsbild erinnert da nichts mehr an die U1. Es ist eine wirklich zivile Uhr, die auch unter eine Hemdenmanschette passen würde, unter einen engen Pulli. Mit dieser Uhr gibt es garantiert niemals wieder Probleme. Man spürt auch keine besondere Kopflastigkeit. Eine durchaus sehr, sehr angenehm zu tragende Uhr,
Aber mir persönlich hat das typische U1-Gefühl, das ich am Arm habe, gefehlt. Nochmal die beiden Uhren im direkten Vergleich am Arm. Da die Stelle des Armes ja durchaus eine Rolle spielt, ändere ich auch einmal die Reihenfolge, die U1 an die breitere Stelle und die U50 an die schmalere Stelle und zeige euch auch diesen Vergleich. Hier sieht man sehr deutlich, wie sich die Uhren unterscheiden, sowohl auf dem Arm als auch in der Bauhöhe am Arm. Ich glaube fest, dass die U50 eine breite Käuferschicht anspricht, sowohl Männer mit dünneren Armen, aber auch insbesondere Frauen, die eine sportliche Taucheruhr suchen. Ja, es war ein sehr schöner Termin. Ich habe viel gesehen, ich habe einige Überraschungen gesehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und empfehlt das Video weiter und auch meine zukünftigen. Bis dahin, euer Watchmaxe.